Für Pastor Gennadi Mochnienko ist seine Gemeinde auch seine Familie. Teilweise im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist einer meiner ersten Adoptivsöhne. Jetzt hat er selbst 7 Kinder. Lasst mich noch einen Adoptivsohn vorstellen. Die beiden zählen zu den ersten Jungen, die ich adoptiert habe. Andrei war von 6 bis 12 obdachlos, sein halbes Leben. Wenn ich hier stehen bleibe, werde ich 3 Tage lang meine Söhne vorstellen. Hier ist mein letzter Adoptivsohn, Nummer 35. Die Hafenstadt Mariupol in der Ostukraine. Es ist Sonntag. In einem ehemaligen Kino feiert Gennadi Mochnienko den Gottesdienst. Der Pastor führt eine pfingstliche Freikirche an. Er ist in der ganzen Ukraine bekannt. Denn seit mehr als 20 Jahren setzt er sich nicht nur für seine Gemeinde, sondern auch für sozial Benachteiligte ein. Tausenden Kindern hat Mochnienko eine neue Perspektive geboten. Kinder aus Problemfamilien, Waisen. 35 von ihnen hat er, selbst Vater 3er Kinder, adoptiert. Seine Wohltätigkeit finanziert der Pastor über Spenden. Daher wird der Gottesdienst auch im Internet übertragen. Das sowjetische Erbe hat Gennadi Mochnienko hinter sich gelassen. Ich bin so glücklich, dass dieses kommunistische Gebäude jetzt meine Kirche ist. Wo Mochnienko auftritt, ist er von Heim- und Adoptivkindern umgeben. 1998 gründete er die Einrichtung Republic Pilgrim. Roman war einer der ersten Bewohner. Ein weiterer Adoptivsohn. Er und sein Bruder kamen im Alter von 9 Jahren zu Republic Pilgrim. Heute ist er Boxchampion der Ukraine. Seid vorsichtig mit ihm. Ich habe damals um Geld gebettelt, um mir ein Brötchen zu kaufen. Dann kam ein Mann vorbei und fragte, ob ich mein Leben ändern will. Natürlich habe ich ja gesagt. Ich kam in Pilgrim an und dort gab es ein Bett mit weißen Laken. Ich war so froh, das kann man sich nicht vorstellen. Das Thema des Gottesdienstes? Vatertag, der heute erst zum 3. Mal in der Ukraine gefeiert wird. Gennadi Mochnienko hält an der Rolle des Patriarchen fest, in der Kirche und in der Familie. Die Kultur der Väter wurde in der Sowjetzeit komplett zerstört. Da gab es verrückte Geschichten, zu viele Menschen sind ohne Vater aufgewachsen. Und jetzt versuchen wir, das Schritt für Schritt zu ändern. Wir sind dabei, diese Kultur wieder aufzubauen. Mariupol liegt am Asowschen Meer. Es ist eine Hafen- und Arbeiterstadt. Wohnblöcke aus der Sowjetzeit prägen das Straßenbild. Plattensiedlungen, soweit das Auge reicht. Im Zentrum ein paar Prunkbauten und Boulevards. Seit der Krim-Krise vor 7 Jahren ist der Zugang zu Mariupol erschwert. Der zerstörte Flughafen ist geschlossen. Die Stadt liegt nur 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Pastor Mochnienkos Arbeitswoche beginnt meist hier im Kinderheim Republic Pilgrim. Ins Leben gerufen für Kinder und Jugendliche in Not. Mochnienko führt das Heim mit einer Mischung aus militärischem Drill und Empathie. Republic Pilgrim nimmt Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen in seine Obhut. Die Eltern können oder wollen sich nicht selbst kümmern. Oft sind Alkohol und Drogen im Spiel. Fast immer fehlt es an Geld.
Als das Projekt anfing, sammelten Gennadi Mochnienko und seine Helfer die Kinder mit einem Kastenwagen ein. Mit sanftem Druck, aber auch brachial und oft gegen ihren Willen. Wir haben Hunderte und Aberhunderte von Nächten damit verbracht. Wahrscheinlich 7 oder 8 Jahre waren wir auf den Straßen von Mariupol unterwegs. Fast 5-mal die Woche bin ich nachts rausgegangen. Wir kannten alle Orte, von Kellern bis Kreuzungen, wo sich die obdachlosen Kinder angesammelt hatten. Und wir haben sie fast gejagt und von der Straße geholt. Sinnbildlich für diese Zeit, die späten 1990er Jahre, der Spitzname des selbsternannten Streetworkers, Pastor Krokodil. Aber Mochnienko griff nicht nur Straßenkinder auf, er schnappte damit auch den Drogendealern Mariupols ihre Klientel weg. Ihnen entstanden Einbußen in Millionenhöhe. Damals war Mochnienko nur bewaffnet und mit Begleitschutz unterwegs. Den jetzigen Heimkindern erspart er keine Details, wie schlimm die Zustände damals waren. Das sind Kellermädchen. Sie lebten in der Kanalisation neben einem Heizungsrohr der Fernwärme. Wir haben sie von der Straße geholt. Ihr Schicksal war schrecklich. Das hier ist die Beerdigung eines Straßenjungen. Als wir ihn zu uns holten, war er schwer drogenabhängig. Irgendwann verschwinden die Freunde und am Ende bleiben sie allein und sterben irgendwo allein. Sehr viele Kinder sind in äußerst kritischem Zustand direkt von der Straße zu uns gekommen. Manche waren kaum noch am Leben. Ihre Venen am Arm oder am Hals lagen fast offen vom Drogenmissbrauch. Manche konnten wir leider nicht mehr retten. Einige sind gestorben. Aber Gott sei Dank konnten wir vielen von ihnen helfen, in ein normales Leben zurückzukehren. Mochnienkos Methoden waren von Anfang an umstritten. Mit der Polizei ging er damals auf Konfrontation. Viele Ordnungshüter standen auf den Gehaltslisten der Dealer. Der Pastor machte seinen Einfluss geltend, sodass auch dort aufgeräumt wurde. Heute arbeiten Republic Pilgrim und Polizei Hand in Hand. Eins, zwei, drei. In 20 Jahren sind mehr als 4000 Kinder durch diese Institution gegangen. Eins, zwei, drei. In der ersten Generation waren es ausnahmslos sehr schwierige Kinder. Eins, zwei, drei. Gott sei Dank ist es jetzt ein bisschen einfacher geworden. Aber jetzt ist Krieg. Der Krieg ist so nah. Eins, zwei, drei. Derzeit leben um die 40 Kinder im Heim. Kein Ersatz für eine echte Familie, aber ein Ort, an dem es Freunde, genug zu essen und ein Dach über dem Kopf gibt. Und die Chance auf eine Perspektive. In Mariupol sind die Zeichen des Krieges noch immer allgegenwärtig. Das Polizeipräsidium brannte vollständig aus. Im Mai 2014 hatten sich hier pro-russische Separatisten verschanzt. Pastor Gennadi Mochnienko und sein Amtskollege Albert Chamyak sind zusätzlich zu ihrer Gemeindearbeit Militärkaplane. Sie leisten seelsorgerische Hilfe bei Soldaten. Mochnienko selbst hat zu Sowjetzeiten 2 Jahre in Afghanistan gekämpft. Heute fahren die Männer in das Niemandsland entlang der Front. Da die Versorgung der Menschen dort mangelhaft ist, hat die Kirche diese Aufgabe übernommen. Das ist der Checkpoint. Kaum 10 Kilometer von der Stadtgrenze Mariupols entfernt, die Felder sind vermint. Die Stromversorgung ist unterbrochen.
Hier war die Front. Genau da. Vor dem Krieg habe ich diesen Ort sehr geliebt. Wir haben hier mit den Kindern Urlaub gemacht. Es gab einen schönen Stausee. Es war großartig, hier zu baden. Man könnte dort jetzt nicht baden. Der ganze Boden ist voller Minen. Minen und Sprengfallen gehören mittlerweile in vielen Landstrichen zu den größten Risiken für die Bevölkerung der Ostukraine. Eine stille Gefahr. Das Schicksal eines 8-jährigen Mädchens hat Pastor Mochnienko bis heute nicht vergessen. Ich wurde darum gebeten, ihr zwei Nachrichten mitzuteilen. Die erste Nachricht war, dass sie keine Mutter mehr hatte, dass ihre Mutter von einer Mine getötet wurde. Das Mädchen wusste es noch nicht. Und die zweite Nachricht, die ich ihr mitteilen sollte, war, dass sie keine Füße und keine Beine mehr hat, dass sie jetzt behindert ist. Ich gestehe, ich war ein Feigling. Ich musste sagen, dass ich das nicht kann. Ich entschuldigte mich und sagte, dass ich es sowohl psychisch als auch körperlich nicht schaffe. Ich habe 35 Adoptivkinder. Ich muss bis zum Ende dieses Krieges leben. Weiter geht es Richtung russische Grenze zum Dorf Orlovske. Hier gibt es seit Jahren kein fließend Wasser mehr, keine medizinische Versorgung, keine Geschäfte, keine Feuerwehr. Und Arbeit gibt es auch nicht. Mochnienkos Kirche hat einen Außenposten gegründet, um die Menschen in Orlovske zu versorgen. Pastor Jewgeni Kowalenka und Valentina Naumowitsch leben in der sogenannten Grauzone, in direkter Nähe zur Front. Und sie kümmern sich um die Alten und die Schwachen, die nicht vor den Angriffen geflohen sind. Wir fragen, was die Leute brauchen, und dann bringen wir es mit. Wir haben Nudeln, getrocknete Erbsen, Tee. Schweinefleisch in Dosen ist sehr wichtig. Und für die Kinder auch was Süßes. Das gehört dazu. Wer hier lebt, muss wachsam sein. Laut UN sind seit Ausbruch des Krieges über 13.000 Zivilisten ums Leben gekommen. Wir hören jeden Tag und jede Nacht Schüsse, zuletzt heute Morgen. Und es gibt wieder heftige Explosionen. Sehr viele, sehr laut und ohne Unterlass. Die Gruppe bringt ein Care-Paket zu einer jungen, schwangeren Frau, die hier mit ihrer Tochter lebt. Hallo Prinzessin, wie heißt du? Wie die meisten Dorfbewohner kann es sich auch Anastasia Tamchuk nicht leisten, von hier wegzugehen. Sie versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Zuerst ist es der beste Ort für mein Kind. Es kann jederzeit an die frische Luft und hat hier viele Freunde. Ich glaube, er ist überall, dieser Krieg. Nicht nur hier. Ich denke, auch in Mariupol kann man ihn sehen und hören. Rückfahrt nach Mariupol. An manchen Stellen ein Parcours durch meterhohe Panzersperren. Musik
Pastor Mochnienko lebt mit seinen Adoptivkindern in einer dorfähnlichen Struktur. Heute steht Boxtraining auf dem Programm. Als Kind wurde Roman von Pastor Mochnienko mitten im Winter von der Straße geholt. Er und sein Bruder kamen zuerst in das kircheneigene Kinderheim Republic Pilgrim. Weil sie keine Familie hatten, adoptierte Mochnienko die Brüder. Als Jugendlicher war Roman ukrainischer Boxmeister. Jetzt ist er verheiratet, hat einen guten Job und eine eigene Wohnung in der Stadt. Roman kommt gern zurück ins Dorf, um mit seinen Adoptivgeschwistern und gelegentlich auch mit seinem Adoptivvater zu trainieren. Er ist ziemlich fit und gegen seine 130 Kilogramm zu kämpfen ist schwer. Ich werde es versuchen. Mal sehen, wozu er in der Lage ist. Er ist 2 in 1. Sohn und Trainer. Leider bin ich ein bisschen zu alt für dieses Training geworden. Ich komme nicht mehr hinterher. Los, fang an. Sei vorsichtig mit mir. Es reicht Pastor Mochnienko nicht, Straßenkinder wie Roman mit einem Zuhause, Nahrung und Bildung zu versorgen. Er will sie fordern und fördern. Für Roman ist ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen. Ich sah im Fernsehen die Klitschkos boxen und dachte, dass es cool wäre, selbst im Ring zu stehen. Ein paar Monate später fing er mit dem Boxtraining in Pilgrim an und fragte, wer Lust hätte, mitzumachen. Es war keine Pflicht, aber ich wollte es ausprobieren. Irgendwann hat es dann gut geklappt und ich fing sogar an, Boxkämpfe zu gewinnen. Später hat mein Trainer mir angeboten, in seiner Familie zu leben. So richtig mit Mutter und Vater. Entschuldigung, bei mir kommen Gefühle hoch. Das Dorf des Pastors, eine wichtige Station auf dem Weg zurück in die Gesellschaft. Viele Jugendliche durchlaufen unser Kinderzentrum und können nirgendwo leben. Sie gründen Familien und das Dorf ist eine sehr gute Option für sie. Hier gibt es Häuser, in denen sie mit dem Familienleben beginnen können. Wir haben hier schon 19 Häuser und noch ein paar freie Grundstücke. Auch einen eigenen Bauernhof hat das Dorf zur Selbstversorgung. Mochnienkos Frau unterstützt die Mission ihres Mannes. Vor der Kamera zeigen möchte sie sich während der Dreharbeiten nicht. Mehrfach waren wir an dem Punkt, an dem wir keine Kinder mehr adoptieren wollten. Aber vor nicht allzu langer Zeit haben wir noch ein Kind bei uns aufgenommen. Er kam direkt nach der Beerdigung seiner Mutter zu uns. Kurz davor war sein Vater gestorben. Die Idee war, dass er ein paar Tage bei uns bleibt und danach ins Kinderheim kommt. Am dritten Tag hat mir meine Frau nach dem Abendessen gesagt, dass er bei uns bleiben soll. Er wurde das 34. Kind in unserer Familie. Roman wohnt zusammen mit seiner Frau Anna und ihren 2 Kindern. Nach dem Boxunterricht gestern konnte er ausschlafen. Er hat heute Spätschicht. Davor verbringt er etwas Zeit mit der Familie. Als Roman mit 9 Jahren ins Heim kam, musste er zuerst lernen, anderen Menschen zu vertrauen. Soziale Kontakte waren ihm fremd, ebenso die Vorstellung, später einmal selbst Vater und Ehemann zu sein. Wenn du von der Straße kommst, bist du wie ein einsamer Wolf. Deine Hauptaufgabe ist es, zu überleben. Und wenn du dann in eine Gruppe von Verwandten kommst, naja, keine Verwandten, eher Altersgenossen, versuchst du immer noch zu überleben, weil du befürchtest, dass die anderen Kinder dir in den Rücken stechen könnten.
Aber es gab dort Erzieher und andere erwachsene Menschen, die mich beschützt haben. Und mit ihrer Hilfe sind wir dann doch zusammen aufgewachsen. Dass Roman in einer Adoptivfamilie groß geworden ist, war zwischen den Eheleuten nie ein Thema. Das war mir nicht mal bewusst. Ich habe nur manchmal von ihnen gehört und das war's. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von ihnen. Es ist sehr gut, es ist sehr angenehm. Ich komme selber aus einer großen Familie. Es ist wow, es ist super. Wir sind noch größer geworden. Um 15 Uhr geht es zur Arbeit in eines der Stahlwerke Mariupols. Das Boxen hat Roman sein Selbstbewusstsein zurückgegeben. Mit seinem Einkommen ernährt er die Familie. Eine Prognose, die ihm als Kind kaum jemand gestellt hätte. Die Stahlwerke verpesten die Luft Mariupols. Aber als größter Arbeitgeber der Region sind sie für die Stadt unverzichtbar. Als Mariupol 2014 von Separatisten eingenommen wird, bilden Mitarbeiter der Werke Ilitsch und Azovstal eine Miliz und vertreiben die prorussischen Kämpfer. Die Kinder von Republic Pilgrim haben Sommerferien. Für Pastor Gennady Mochnenko normalerweise die Zeit, für die er Ausflüge der Heimbewohner organisiert. Keine Tagesreisen, sondern ausgedehnte Touren nach Afrika, Europa, zum Kilimandscharo oder zum Mont Blanc. Aufgrund der Pandemie fällt das große Ferienabenteuer in diesem Sommer flach. Stattdessen geht es an den Stadtstrand von Mariupol. Um von unseren Häusern hierher zu kommen, laufen die Kinder an den Schützengräben entlang und baden mit Blick auf die Front mit russischen Schiffen in der Ferne. Aber trotzdem ist das unser Meer und unser Strand. Ein Tag am Meer, umgeben von Krieg und Schwerindustrie. Ein fast unwirklicher Rahmen. Die ganze Zeit versuchen wir den Kindern möglichst unterschiedliche interessante Beschäftigungen anzubieten. Fahren ans Meer, machen Ausflüge. Wir waren schon in den Bergen, haben schwierige Rafting-Touren unternommen. Und wir machen auch anspruchsvollere Ausflüge, um mächtige Gipfel zu besteigen. Das sind echte Pilger, echte Wanderer. Sie sind eine großartige Mannschaft. In ein paar Tagen wird sich die Gruppe im Sommercamp einquartieren, in Mariupols Hinterland. Zurück in Republic Pilgrim holt Leiterin Tatjana Nikolaevna den ältesten Heimbewohner ab, Nikita. Da sind die Polizisten für dich, sie wollen mit dir reden. Es geht um deine Papiere und deine Bewerbung. Kommst du mit raus? Für Nikita sind Kapitän Nikolaev und Major Schapowalow alte Bekannte. Wie geht es dir? Hey, mein Lieber, wie läuft's? Wie ist jetzt das Verhältnis zu deiner Mutter? Es ist viel besser, als es vorher war. In seinen wilden Zeiten hatte Nikita mehrere Begegnungen mit den Beamten. Bei dem Versuch, ihn zu schnappen, verletzte sich Kapitän Nikolaev schwer. Doch mit dieser Phase seines Lebens hat der 16-Jährige abgeschlossen. Er sucht eine Lehrstelle als Mechaniker für Haushaltsgeräte. Mit den Unterlagen helfe ich dir gern. Wenn du Fragen zum Ausbildungsplatz hast, ruf an. Kapitän Nikolaev ist froh, dass sich Nikitas Geschichte zum Positiven gewendet hat.
Ich wollte nicht zu Hause bleiben. Ich habe mich umgedreht und meiner Mutter gesagt, ich gehe spazieren. Dann war ich für 2-3 Tage verschwunden. Dann hat meine Mutter die Polizei angerufen und ich wurde gesucht und gefunden. Ich bin oft vor denen abgehauen. Es gab sogar Verletzte, ein gebrochenes Schlüsselbein. Es hat sich aber so ergeben. Jetzt sitze ich hier und es geht mir gut. Ich bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist und nicht so, wie es hätte sein können. Wir sagen solchen schwierigen Teenagern wie Nikita damals, dass es in unserer Stadt ein Rehabilitationszentrum gibt, wo sie hingehen können, wo ihnen wirklich geholfen wird. Und das ist hier tatsächlich der Fall. So wie Nikita wurde in Pilgrim vielen Kindern geholfen. Mit vereinten Kräften soll Nikita schon bald einen Ausbildungsplatz finden. Die Beamten der Jugendschutzabteilung haben jetzt meistens mit Fällen wie Nikita zu tun. Kinder, die zu Hause Probleme haben oder weglaufen, weil sie ein Abenteuer suchen. Echte Obdachlosigkeit oder harte Drogenkarrieren bei Minderjährigen sind heute kaum noch Thema. Wenn ein Kind vermisst wird, sucht die Polizei zuerst diese ausgemusterten Zugwaggons neben dem Strand von Mariupol ab. Hier zog sich Kapitän Nikolaev auch seine Verletzung zu, als er Nikita aufgriff und ihn zurück ins Kinderheim Republic Pilgrim brachte. Hier verstecken sich oft Kinder, die vor ihrer Familie geflüchtet sind. Als Nikita damals von Pilgrim abgehauen ist, hat er sich auch hier versteckt. Die Stadt ist sehr groß. Es gibt sehr viele Plätze. Mit jedem neuen Bericht über vermisste Minderjährige finden wir grundsätzlich immer neue Orte, an denen sie sich verstecken können. Insbesondere Baustellen, verlassene Häuser und Kanalisationsrohre sind sehr beliebt. Aber am begehrtesten sind immer noch diese verlassenen Zugwaggons. War es früher das Problem, die Kinder von der Straße und weg von den Drogen zu bekommen, ist die Hauptsorge in Mariupol heute eine andere. Was, wenn sich der Konflikt mit Russland zuspitzt? Wir hatten mehr als ein Treffen, um über Notfall-Evakuierungspläne nachzudenken. In der Garage haben wir zusätzliche Benzinfässer gelagert, als Reserve für eine Notfallräumung. Wir haben Lebensmittelvorräte angelegt, um zumindest für ein paar Tage versorgt zu sein, im Falle einer Eskalation an der Front oder eines direkten russischen Angriffs. Hinter dem Strand ziehen sich die gesamte Küste entlang Verteidigungsanlagen wie diese. Pastor Mochnienko und Militärkaplan Albert Chamiak schauen gelegentlich nach dem Rechten. Schützengrabenpflege. Diese Gräben sind an der Küste vor unserem Dorf und die Bunker befinden sich direkt auf unserem Grundstück. Deshalb kommen wir hierher und warten alles, damit es nicht einrostet. Die Kinder helfen auch ab und zu mit. Als wir das letzte Mal kamen, konnten wir diese Tür nicht öffnen. Jetzt ist alles wieder gut geölt. So, komm mit. Auch Nikita ist heute dabei. Ob im Heim oder hier im Graben, der angehende Mechaniker packt gern mit an. Wir kommen regelmäßig hierher, um das Grün zu stutzen, Dinge zu ölen und zu schauen, wie der Zustand ist. Wir tun alles, damit die Anlage jederzeit zur Verteidigung genutzt werden kann, sollte das Gebiet gewaltsam angegriffen werden. Nikita hat das Leben wieder schätzen gelernt. Nach Jahren der Orientierungslosigkeit auf der Straße. Ich habe wie ein Obdachloser gelebt, bin nie über Nacht zu Hause geblieben. Die Polizei hat ständig nach mir gesucht. Dann haben sie mich vor die Wahl gestellt, entweder Kinderknast oder Pilgrim. Ich habe mich entschieden, dorthin zu gehen. Für Gennady Mochnienko und Albert Chomjak ist die Frage der Verteidigung Alltag.
Es sind nur 15 Kilometer bis zur Front. Da am Horizont sind russische Schiffe. 9 Stück habe ich gezählt. Ein paar Militärschiffe sind dabei. Bevor es ins Sommercamp geht, hat Mochnenko die Kinder von Republic Pilgrim, Mitarbeiter und Freunde zur Poolparty im Dorf eingeladen. Das Zentrum wird vollständig durch Spendengelder finanziert. Hinzu kommen Kleider- und Lebensmittelspenden sowie viele ehrenamtlich helfende Hände. Neben den leiblichen 2 Töchtern, einem Sohn und den 35 Adoptivkindern haben Mochnenko und seine Frau mittlerweile einen eigenen sowie 35 Adoptivenkel. Auch an einem entspannten Tag wie diesem ist der Pastor immer noch im Dienst. Als Vater, Betreuer, Versorger und Familienoberhaupt. Oft dachte ich, wir ersticken in unserer Arbeit und ich war fix und fertig. Ich dachte, wir können nicht weitermachen. Aber das Leben ist gestreift wie ein Zebra. Mal hat man eine Pechsträhne und dann wieder eine Glückssträhne. Manchmal, wenn alles ganz schwierig erscheint, geht man ein Stückchen weiter und merkt, wie die Sonne aufgeht und die Kraft zurückkommt. Und wir machen weiter und tun das, was wir tun können. Tausenden Kindern konnte Gennadi Mochnenko bislang helfen. Viele fanden einen Platz bei Pflegeeltern oder haben heute selbst Familien. Glück ist ein Gut, das man sich in Mariupol hart erarbeiten muss.